Komm ich schon wieder hier raus? Ich finde das immer irgendwie komisch, dass ich immer hier rauskomme. Hab doch ganz woanders gespeichert. Aber ich komme immer hier an dieser Stelle raus, ey. Ist irgendwie schon komisch. Kutteln. Aber egal. Wir waren, glaube ich, sowieso fertig mit dem Gelände. Von daher ist es schon okay. Na, öffne. Jetzt können wir noch gucken. Du wirst doch die ganzen Karten getauscht bekommen. Was ist los? Es geht um Neville. Du musst schnell zum Gemeinschaftsraum kommen. Aber hier war ja auch irgendwo einer, der Kartentausch wollte. Willst du eine Bildkarte tauschen, Harry? Wollen wir. Weil dann müsste ich jetzt wieder noch einen Blitz mehr bekommen. Hier haben wir doppelt. Ja. Montague Kidney, Zauberer Schachweltmeister. Dann nehmen wir die. Yardley Platt, Koboldkiller. Ja. Das sind die Kobolde wahrscheinlich nicht so toll. Königin Maeve, Mittelalter, Daten unbekannt. Die wollte ich doch eigentlich haben. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich immer noch. Galinda Schildtock, Moderatorin des MRE, Magischer Rundfunk. Programm Hexenstunde. Havelock Swatching, Einhornexporte ließ in ganz Großbritannien Einhornreservate errichten. Natürlich ist es blöd, dass ich diese eine Karte da nicht habe. Aber kriegen wir schon noch. Celista Warbeck, berühmte Siegen der Hexenministerin. Hier haben wir noch was doppelt. Gondoline Olipart führte Trollstudien durch und wurde in Costwood beim Einfang eines Trolls getötet. Weiter Blätter. Irgendwo haben wir noch doppelte. Daisy Duggeridge, erste Wirtin des tropfenden Kessels. Ja, die ist auf jeden Fall mal eine Karte wert, ne? Die 101 haben wir immer noch nicht. Ich wette, das ist entweder Harry Potter oder Dumbledore. Moment, war er gerade hier bei 71 doppelt? Nee, okay. Kann sagen, war doch hell. Kann es da doppelt sein, aber sah nur so aus, als wenn da zwei sind. Ne? Hier. Lord Stotwood Whiters. Züchter von fliegenden Pferden. So, ein noch, dann haben wir wieder einen Blitz und hier sind hier eine Menge Doppelte. Ulrich, der komische Kauz. Sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Ja, wem es ihm gefällt. Königin Maeve. War das die? Ich glaube, das war die eben, die ich weiß nicht weggeklickt habe, ne? Bekannte Hexe, die vor der Gründung der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei junge Hexenmeister in Irland ausbildete. Hier war nichts doppelt. Da war nichts doppelt. Hier nicht. Da. Gaspar Chingleton. Gelehrter Erfinder des selbstumrührenden Kessels. Meine Güte. Wie viel ich da doppelt habe hier. Aber wir haben schon 82 Karten. Hier wieder. Hesper Starkey, Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphase auf die Herrschung von Tränken auswirkt. So, hier haben wir noch. Cleodana, irische Druidin, die die Verwendung von Mondtau entdeckte. Harry Potter ist die Nummer 100. Die Junge, der überlebte. Ja.
Nehmen wir natürlich hier unsere eigene Schokofroschkarte. Ja, dann wird wahrscheinlich wirklich die 101 Dumbledore sein, würde ich jetzt mal vermuten. 85 Karten haben wir schon. Aber ich hatte noch voll bekommen, hier 100% mit den Karten zu erreichen. Wäre schon irgendwie cool, ne? Aber wer weiß. Hier sind noch mehr Karten. Justus Pidiwick, Chef der Abteilung für magische Strafverfolgung. Ja, und dann blättern wir weiter. Man, habe ich fast den halben Part nur mit Schokofroschkarten doppelt zu tauschen. Ja. Das ist aber bald gewesen sein. Wina Ravenclaw, Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt. Haben wir immer noch nicht alle hier. Wo seid ihr denn? Doppelte Karten. Da. Myro Wagtail singt in der populären Musikband Schwester des Schicksals. Da muss ich ja mittlerweile auch alle von haben, oder? Also so viele Bandmitglieder, wie wir mittlerweile von der Schwester des Schicksals da haben, der Band. So viele können es auch gar nicht mehr sein. Hier sind noch mal zwei. Auf jeden Fall mindestens doppelt. Aladro Kettwich. Warte mal, irgendwie weg. Entdeckt die Verwendung von Dianthuskraut, indem sie davon aß und fast erstickte. Wäre, wenn sie nicht ihren Kopf in einen Eimer Wasser gesteckt hätte. Na, das sollten wir uns merken hier mit dem Dianthuskraut. Das werden wir wahrscheinlich noch mal irgendwann brauchen. So. Das wird, glaube ich, jetzt die letzte sein, ne? Albus Dumbledore, 101. Ha, mein Anwalt, bin ich gut, ey. Hab ich's doch gewusst. Und, ja, Schulleiter. Von Hogwarts. Aber da stand jetzt nicht Nicholas Flamel drin. Das wäre doch jetzt mal was gewesen. So. Dummerweise weggeklickt. Nee. Aber, können wir jetzt mal eben nochmal gucken hier. Doch, hier vor die Magie. So, achso, das muss ich komplett durch. 101. 11 Karten fehlen noch. Dann haben wir alle. Also ich habe noch in keinem Spiel es geschafft, die alle voll zu bekommen. Bei den Game Boy Colors war es ja sowieso... Albus Dumbledore, gegenwärtiger Schulleiter von Hogwarts. Ja, hier, und was ist mit dem Nicholas Flamel und so? Ne? Wäre mal noch interessant gewesen zu wissen. Also bei den Game Boy Color Spielen hat man ja auch mit den Karten quasi Kämpfe und so gemacht. Da hatten die einen höheren Sinn. Hier finde ich so, das finde ich ganz gut bei dem Spiel, dass wenn du hier die Karten sammelst, dass du dann mehr Lebensblitze bekommst. Das finde ich ganz cool. Weil das hat irgendwie bei den PlayStation 1 Spielen gefehlt. Harry Potter. Der Junge, der überlebte. Aber trotzdem hätte ich mal ja Geburtsdatum und so mal da hinsetzen können, ne? Hat er bei Dumbledore, glaube ich, auch nicht gemacht. Nee. Nur bei Verstorbenen. Weil bei manchen stand doch bis heute oder so. Oder nicht? Naja, wie auch immer. Wir haben jetzt 5 Blitze. Das ist schon mal sehr gut. Nee. Jetzt in die zu großen Halle. Das ist die Bibliothek. So, eigentlich hier. Zur großen Halle gegangen. Da sind wir zumindest schon mal ein bisschen stärker. Also da können wir jetzt dann auch. Ja, Unterricht haben wir ja eigentlich erledigt. Aber verbotene Weiten müssen wir ja auch noch. Das ist schon mal gut, dass wir dann da gestärkt reingehen. Und nicht mal nur mit 3 Blitzen. Prinzipiell habe ich ja theoretisch 6 Blitze, weil ich immer einen Mega-Power-Trank hier im Petto habe. Habe ich doch auch noch, ne? Ja, habe ich. Dann gucken wir mal, was hat denn der Wille? Dass der unbedingt im Gemeinschaftsraum nicht dahin muss. Okay, ich dachte, jetzt kommt da irgendwie so eine Sprach-Cutscene-Gedöns. So. Was Wort? Gut gemacht, junger Gryffindor. Also, ich habe wieder gar nichts gesagt. Das richtige Passwort. Aber das Witzige ist, dass die da gerade erstmal in das Bild reingegangen ist. Dreh dich, Kamera. War hier eigentlich noch irgendwie was? Also irgendwo mussten wir doch auch noch hier den Incendio-Zauber. Lieber,
auch für nutzen. Da müssen wir mal hinterher mal noch gucken. Was ist passiert? Beinklammerfluch. Malfoy. Ich habe ihn vor der Bibliothek getroffen. Er war auf der Suche nach jemandem, bei dem er diesen Fluch üben kann. Du bist ein Dutzend Malfoys wert. Der sprechende Hut hat dich für Gryffindor ausgewählt, oder? Und wo ist Malfoy? Im stinkigen Slytherin. Danke, Harry. Glaube, ich gehe ins Bett. Willst du die Karte? Du sammelst die doch, oder? Ich hab ihn doch schon. Flamel, hört mal. Professor Dumbledores Ruhm beruht vor allem auf dem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahre 1945, auf der Entdeckung der 12 Anwendungen für Drachenmilch und auf seinem Werk über Alchemie, verfasst zusammen mit seinem Partner Nicholas Flamel. Der Name kam mir doch gleich bekannt vor. Immerhin, das haben sie wie das Buch richtig gemacht. Nicht so wie der Film. Habe ich die jetzt doppelt? Habt ihr doch gerade erst bekommen und da stand sie nicht drauf. Das muss ich jetzt natürlich gleich gucken, ob ich die doppelt habe. Weil eigentlich müsste ich die jetzt sogar dreimal haben. Weil er hat sie ja schon mal gelesen. Was ja absolut gar nicht rübergekommen ist, dass er die ja im Buch quasi im Zug schon bekommen hatte. Nur haben wir natürlich nicht doppelt. Na gut, was habt ihr denn so zu erzählen? Die fette Dame ist nicht wirklich fett. Sie hat nur schwere Knochen. Ich rede doch gerade mit Hermine. Wie auch immer, ich bin erledigt und gehe schlafen. Achso. Jetzt ist schlafen gehen. Angesagt. Kaffee? Tja, wollen wir jetzt das Schloss noch weiter erkunden? Eigentlich würde ich ja... Was war hier? Willst du eine Bildkarte tauschen, Harry? Du hast keine Karten zum Tauschen. Eigentlich schon. Na komm. Das machen wir nebenbei, dass wir das Schloss dann weiter erkunden. Weil ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, wo wir... Hier können wir natürlich das Incendio nicht einsetzen, ne? Incendio! Wo wir das machen müssen. Das wäre jetzt eine große Sucherei. Das wäre dann doch ein bisschen blöd. Ich muss ja nicht alle Karten haben. Ja. Und es gibt wieder Aufpunkte zu verteilen. Wie sieht es aus? Wer liegt in Führung? Hat Gryffindor weiter ausgebaut? Nun kommen wir aber zu allererst zu Hufflepuff. Hufflepuff hat nicht wirklich viele Punkte. Aber ein bisschen was haben sie bekommen. Sie sind bei 75 Punkten. Ja, Hufflepuff, da müsst ihr euch anstrengen. Ravenclaw, nee, das ist Gryffindor. Gryffindor hat, die haben richtig viele, 175 Punkte, 100 Punkte mehr als Hufflepuff. So, und jetzt kommen wir wirklich zu Ravenclaw, die blauen Saphire. Das sieht nicht gut aus, 106 Punkte, das ist momentan der zweite Platz. Ah, wie sieht's mit Slytherin aus? Slytherin war ja sonst immer auf dem zweiten Platz, wie sieht's bei denen aus? Das sieht schon besser aus, 111, ganz knapp über Ravenclaw, aber weit hinter Gryffindor. Gryffindor bleibt weiter in Führung. Jo, so sieht's aus. So mustert. So mustert. Nicht so wie jetzt hier da beim Game of Color, wo er Gryffindor dann verloren hat. Also. Oh. Warum ist das hier wieder dunkel? Warum hasst ihr mich so? Oder warum scheut ihr so das Licht? Ihr seid doch alles Vampire. Ja, dann geht ja gar nicht anders, als dass ich jetzt hier den, den Lichtzauber. Lumos. Das weiß ich ja nie, was ich hier mache. So, wo ich hingehen soll. Na toll, das hat sich gelohnt. Hedwig, was hast du? Lieber Harry, hab gehört, dass du für Professor Snapes Unterricht Mondtau brauchst. Kann nicht fassen, dass er so etwas verlangt. Mondtau kann man nur nachts tief im verbotenen Wald finden. Für einen Erstklässler ist das sehr gefährlich. Komm heute Nacht in meinen Garten. Dann bringe ich dich sicher zu einer Stelle, an der er wächst. Hagrid. Aber das ist doch blöd, ey. Ich dachte, wir kommen hier richtig mit Norbert. Warum gehen wir jetzt in den verbotenen Wald, um Zaubersandzutaten zu sammeln? Das ist doch blöd. Sei vorsichtig, Harry. Sei vorsichtig, Harry. Kommt ihr etwa nicht mit? Ihr baut das doch auch. Warum muss nur wieder ich hier alles sammeln? Macht doch gar keinen Sinn. Die anderen müssen doch auch hier ihre Zaubertrankzutaten haben. Was war eigentlich hier? Gar nichts. Moment. Okay,
Gehen wir nochmal. Hier ist doch der Geheimgang, oder? Nee. Was ist das denn? Na, das ist ein bisschen eine Bohne. Grasgeschmack. Ja, gibt's aber schon schlimmere. Ja. Was geht hier vor? Scheiße, hier sind Vertrauensschüler. Warum sind jetzt hier Vertrauensschüler wieder? Und ich laufe hier einfach so ein bisschen rum, mache hier Lumos und weiß ich nicht was alles. Tja. Dann halt einfach so hier runter. Wie auf der Treppe hier sind jetzt auch Vertrauensschüler. Aber müssen wir halt gucken, dass wir jetzt ja da durch die Halle durchkommen, ne? Aber ich sollte hier eigentlich zur Not ein paar Stinkbomben hier haben. Ja, Stinkbomben haben wir. Und Mistbomben. Also sollten wir hinkriegen. Können natürlich auch mal wieder zu Fred und George gehen. Wieder ein paar kaufen. Knete habe ich ja eigentlich genug. Also was heißt Knete? Bohnen, ja? Ja. Die Währungen in Hogwarts sind Bertie Potts Bohnen, ja. So oder so soll ich davon genug haben. Dreh ich mal hier ein bisschen. Hier verschwende ich meine Zeit. Ich wollte aber mal gerade mal gucken, egal ob ich hier Zeit verschwende oder nicht. Oh. Oh, da war ich, glaube ich, drin. Aber hier kann ich die auch entzünden. Incendio! Da, den kannst du, jetzt kann ich anvisieren. Incendio! Ja. Dann visieren wir den auch nochmal an. Incendio! Wo geht der nicht an? Incendio! So, jetzt aber. Incendio! So, jetzt habe ich beide. Und da haben wir eine Truhe. Habe ich mich mit gerechnet, dass da was kommt. Eine Bibliothek muss ich nochmal. Da war auch was mit hier, Incendio. Also zumindest haben wir schon wieder eine Karte. Eine Bildkarte. Wen haben wir? Haben wir doppelt. Blenheim Stalk. Nicht-Magier-Experte und Verfasser einer Studie über das Gespür von Nicht-Magiern für magische Dinge. Geboren 1920. Ja. Der hat auch sein Geburtsdatum. Also warum nicht bei Harry und bei Dumbledore? Ich weiß nämlich gar nicht, ob die irgendwann offiziell mal von der Rowling was gesagt bekommen haben, wann die Geburtstag haben. Da bin ich ja diegen hier durchgelaufen, würde ich mal sagen. So. Weiß ich natürlich nicht, ob hier auch welche sind. Sicher ist sicher. Wir nehmen unseren Nimbus. So, da kriegt uns keiner. Da passiert uns hier nichts. Einmal schnell eben rüber zu Hagrid. Da ist, glaube ich, da steht er schon. Hä, was ist denn das jetzt? Warum drehst du jetzt eine Kurve hier? Mann, stell dich nicht so an. So, ab, ab. Runter mit dir. Hallo Hagrid, hier bin ich. Bist du das, Harry? Beeil dich, will los. Na also, hört gut zu, weil es gefährlich ist, was wir heute Nacht tun. Und ich will nicht, dass einer sich in Gefahr bringt. Irgendwo ist da ein Einhorn, das von irgendetwas schwer verletzt worden ist. Das ist das zweite Mal in einer Woche. Hab letzten Mittwoch ein totes gefunden. Könnte ein Werwolf die Einhörner töten? Nicht schnell genug. Es ist nicht leicht, ein Einhorn zu fangen. Sie sind mächtige Zaubergeschöpfe. Hab noch nie gehört, dass eins verletzt wurde. Und was passiert, wenn das, was das Einhorn verletzt hat, uns zuerst findet? In diesem Fall ist nichts, was euch etwas zuleide tut, solange ich dabei bin. Los dann. Mir nach. Irgendwie ist mir die Musik zu laut. Ich hab das noch... Warum steht das jetzt wieder auf 80? Ich hab das auf 50 runtergemacht. Und er hat es auch gespeichert. Das ist eben, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, auf 50 runtergemacht. Weil mir bei der letzten Aufnahme aufgefallen ist, dass alles andere viel zu laut war, weil man mich fast gar nicht gehört hatte. Hat er es jetzt übernommen?
Ja, angeblich schon. So, Sprachlautstärke ist okay, ne? Können wir auch mal speichern eben. Wenn wir schon mal dabei sind, speichern wir mal eben hier noch ab. Zack, hier 52% haben wir bisher erledigt. Also, haben wir noch ein bisschen was. Aber verbotener Wald, dürfte ja eigentlich auch bald nicht mehr so viel nachkommen, ne?